Wir sind hier heute zusammengekommen, um ein Zeichen zu setzen gegen eine katastrophale Corona-Politik. Um ein Zeichen zu setzen gegen eine Politik, für die es okay ist, wenn wir tagtäglich in Bussen, in Bahnen, in Büros, Produktionshallen unsere Gesundheit gefährden. Eine Politik, für die es okay ist, wenn Kinder und Jugendliche in Notgruppen zusammengepfercht werden, nur damit die Eltern wieder arbeiten gehen können. Eine Politik, für die es okay ist, dass in einer weltweiten Gesundheitskrise Patente aufrechterhalten werden. Patente aufrechterhalten werden, um Profite zu schützen. Wir haben die Schnauze voll davon, dass Profite über unsere Gesundheit gestellt werden. Wir haben die Schnauze voll davon, dass wir Angst haben müssen um unsere Arbeitsplätze, dass wir unsere Arbeitsplätze verloren haben, dass wir Angst haben um unsere Zukunft, gleichzeitig Leute davon profitieren. Wir haben die Schnauze voll davon, auf so viele Dinge verzichten zu müssen und gleichzeitig als Produktionsmittel zu funktionieren haben. Und wir haben die Schnauze voll davon, von einer nicht ausreichenden Maßnahme zur nächsten nicht ausreichenden Maßnahme manövriert zu werden. Wir fordern einen harten Lockdown aller nicht relevanten Sektoren. Wir fordern die Aufweichung des Patentrechts, um flächendeckend Medikamente und Impfstoffe produzieren zu können. Und wir fordern, dass diejenigen, die von dieser Krise profitieren, für diese Krise zahlen.